Der Quidditch-Monat Mai neigt sich dem Ende und mit dem Zaubererwochenende steht uns ein großes Finale bevor. Dieses startet jetzt am Freitag, den 29. Mai um 20 Uhr, geht dann 3 Tage, 72 Stunden bis zum 1. Juni, das ist der Montag, um 20 Uhr und da endet das Ganze. Und was erwartet uns da? Da gibt uns die Ingame-Ankündigung einen kleinen Vorgeschmack. Es ist das Zaubererwochenende. Seltene Spuren von magischen Spielen und Sportarten tauchen vermehrt auf. Und du kannst diese Runensteine direkt von zurückgebrachten, findbaren Gegenständen verdienen. Tonikum zur Spurenentdeckung ist verstärkt und hilft dir, deinen Fortschritt zu beschleunigen. Leg los. Ja, und wo sollen wir loslegen? Mit welchen Faunables? Natürlich sind wieder ein paar seltene, besondere, exklusive verstärkt zu finden. Und welche das sind, möchte ich euch natürlich auch verraten. Da haben wir zunächst die Spielerin der Cutlay Cannons mit der Gefahrenstufe Niedrig und von der Seite Weltmeisterschaftsarena. Dann den Quidditch-Weltmeisterpokal, Gefahrenstufe Mittel, ebenfalls von der Seite Weltmeisterschaftarena. Dann den Nimbus 2000, Gefahrenstufe Hoch, von der Seite Trimagisches Labyrinth. Den Quidditch-Kapitän Harry Potter, Gefahrenstufe Notfall, ebenfalls vom Trimagischen Labyrinth. Und den Quidditch-Fan Hermine Granger, Gefahrenstufe Ernst, Quidditch-Tribüne von Hogwarts. Da ist sie platziert. Und all die genannten tauchen vermehrt auf der Karte, also ganz normal auf. Aber auch durch das Tonikum zur Spurenentdeckung sollen sie häufiger zu finden sein. Und ja, es ist ja mal so eine Sache, manchmal spawnen die Sachen einfach verrückt oft und manchmal weniger, als man gehofft hat. Ich gehe mal davon aus, dass das so in einem gesunden Mittelmaß passieren wird. Zusätzlich gibt es bei jedem zurückgebrachten Faunbill noch eine, ich sag mal, Möglichkeit zu einer besonderen Belohnung. Und zwar können wir Runensteine der Registerseite magische Spiele und Sportarten bekommen. Level 1, 2 und 3, die sind da im Pott und wir können eben mit ein bisschen Glück einen dieser Runensteine bekommen und das ist natürlich eine super Möglichkeit, um so, ich sag mal, ein paar Farm-Runensteine zu sammeln, die wir dann nutzen können, um Fragmente aus den Herausforderungen zu sammeln. Und zusätzlich zu den Faunables gibt es natürlich auch wieder Spezialaufträge und das sind folgende. Verwendet 2 Tonikum zur Spurenentdeckung. Als Belohnung gibt es einen 5er Runenstein der magischen Spiele und Sportarten. Verdient 800 Registerpunkte der Seite magische Spiele und Sportarten. Das gibt ein Berufius Gehirnelixier als Belohnung. Dann verwendet 10 Runensteine der magischen Spiele und Sportarten. Als Belohnung gibt es 6 Schneeglöckchen. Dann befreit 10-mal den Nimbus 2000. Dafür gibt es 2 Einhornhaar. Befreit 10-mal Quidditch-Fan Hermine Granger. Dafür gibt es einen geriebenen Scarabeus-Käfer. Und dann befreit 5-mal den Quidditch-Kapitän Harry Potter und verdient eine Einsiedlerkrebsschale. Und wenn wir das Ganze abgegeben haben, gibt es da nochmal Bonusbelohnungen. 200 Registerpunkte für die magischen Spiele und Sportarten, 3 Zauberbücher, einen Extimulo-Trank und 15 Zauberenergie. Und wenn ihr die Zahlen gerade gehört habt von den Faunables, die da zurückgebracht werden müssen und ihr sagt euch, hey, ich habe da doch irgendwie andere Zahlen gehört, dann könnte sein, dass ihr Folgendes gesehen habt. Nicht 10, sondern 20 Nimbus 2000, nicht 10-mal den Quidditch-Fan Hermine Granger, sondern 20-mal und nicht 5-mal den Quidditch-Kapitän Harry Potter, sondern 10-mal. Das waren sozusagen die alten Aufgaben dieses Events. Und Orange Wizard schrieb dazu, ein kleiner Hinweis, das Update 2.13.1 hat die Anzahl an seltenen Faunables auf der Karte erhöht. Dies hat jedoch die Ereignis-Spawns, also die, die wir für Events brauchen, wie zum Beispiel jetzt für das vergangene brillante Event, irgendwie beeinträchtigt. Es wird erwartet, dass das Problem gelöst wird, aber um sicher zu gehen, werden eben die Faunables, die wir für das Event brauchen, gesenkt. Und so soll eben sichergestellt werden, dass jeder das Event schaffen kann und eben diese Anzahl an Faunables benötigt. 2 interessante Dinge. Zum einen dieses
ja, ich dachte, subjektive Gefühl, dass beim letzten Event weniger Foundables gespawnt sind, könnte sich jedoch bewahrheitet haben. Und zum Zweiten finde ich seltsam, dass WB Games denkt, dass man keine insgesamt 50 Foundables in 3 Tagen zurückbringen kann. Ich denke, das wäre auch möglich gewesen. Wie seht ihr das? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Findet ihr das einen guten Weg oder denkt ihr, dass auch die alten Aufgaben lösbar gewesen wären? Zusätzlich gibt es natürlich wieder Geschenke und Bundles und das sind folgende. Einmal ein kostenloses Geschenk mit einem Level 1 Runenstein der magischen Spiele und Sportarten und 50 Zauberenergie und dann ein SOS-Bundle mit 5 Extimulo-Tränken, 5 Level 5 Runensteinen der magischen Spiele und Sportarten und 100 Zauberenergie für 480 Münzen. Und in der Vergangenheit hatte ich zu den Events immer einen kleinen Livestream gestartet und genau das ist jetzt für den Freitag auch wieder geplant. Also schreibt es euch gerne in den Kalender. 20 Uhr soll das Ganze starten, beziehungsweise ein paar Minuten früher werden wir online sein und dann werden wir gucken, dass wir die Aufgaben wieder zügig durchgespielt bekommen. Ich gehe stark davon aus, dass das bei dem Event und bei den Aufgaben wirklich möglich ist, aber ich lasse mich da auch gerne wieder eines anderen überzeugen. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, seid gerne am Freitag dabei. Und wenn ihr euch fragt, was ist denn das für eine mega coole, ja, was ist es? Es ist eine Lampe, ein goldener Schnatz in Lampenform. Wenn ihr euch fragt, was ist das Cooles, dann habt ihr vermutlich den vergangenen Livestream verpasst. Denn da habe ich das Ding ausgepackt, angeschlossen, getestet, mir genauer angeguckt und den Clip dazu blende ich euch gerne jetzt hier nach dem Video nochmal ein. Also denkt dran, Event am Freitag geht's los, um 20 Uhr gibt es einen Livestream und dann spielen wir zusammen. Bleibt jetzt gerne dran, guckt euch den Clip an und wir sehen uns dann gerne spätestens am Freitag wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal. So, schauen wir uns das doch mal an. Wo mache ich das denn am besten? Hier, dass ihr auch was seht, oder? Wie ich die Verpackung aufreiße. Also wegen der Werbung habe ich eingeblendet, weil ich das gute Stück umsonst bekommen habe. Und das ist, glaube ich, jetzt so langsam der letzte Artikel, den ich noch nicht präsentiert habe. Wie mache ich das? Ich kipp mal die Kamera ein wenig. So, dann packen wir das gute Stück doch mal aus. So, dass ihr auch was seht. Hier hinten kann man... Oh Gott, ich habe es kaputt gemacht. So eine Lasche rausziehen, dann öffnet man. So, dann gibt es... Infozettelchen, ich hoffe, ich brauche die nicht. Das sollte doch selbsterklärend sein. Ein USB-Kabel. So, und jetzt, ohne es kaputt zu machen, hebe ich es mal raus. Also, es sieht schon cool aus. Vorne hat es so einen Harry Potter-Schriftzug. USB-Kabel, musste meiner, genau, ich hatte eben noch die Powerbank gesehen. Ich hoffe, die reicht. Dann bin ich mal gespannt, das hier ist so ein Mini-USB-Kabel. So, hier hinten kann man es einstöpseln. Also das Teil ist schon sehr leicht. Also man merkt schon, dass es aus Plastik ist. Also es ist jetzt nichts Robustes oder Massives. So, einmal anstöpseln. Ich hoffe, das reicht. So, und jetzt muss man, hier steht, einfach die Hand drauflegen. Ja. Jetzt weiß ich auch, was mit mehrfach... So, ich mache mal gerade das Licht aus. Ja. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwie einen Sichtschutz noch... Obwohl, bei euch sieht das schon ganz schön grell aus. Also so mega grell ist es eigentlich nicht. Ich glaube, da sah es besser aus, als das erste Licht noch an war. Also es hat schon was. Gefällt mir. Ist da gerade was gespawnt?
Ja, nee, aber nichts, was ich brauche. Also ist schon schick. Das ist schon witzig. Könnte man ein Spiel draus machen? Ja. Nein? Ja. Ja. Warum nicht?